Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Herzlich willkommen in diesen dunklen, Blood and Wine übrigens, in diesen dunklen Gemäuern, weil es hier, weiß ich nicht, weil durch die Fenster kommt kein Licht, die Kerzen sind nicht hell genug, es ist einfach super dunkel, obwohl es helllichter Tag ist. Und ich habe was Lustiges rausgefunden. Also man hört jetzt einfach mal nichts, wenn man sich aber in die richtige Richtung dreht. Buch zu. Darin finden wir Trost. Geht plötzlich Musik los und man hört halt jemanden reden. Wenn man sich wieder wegdreht, okay, die Musik läuft immer noch, aber man hört zumindest niemanden mehr reden. Keine Ahnung wieso, wir reden aber erstmal mit dem Typ weiter, damit er uns die restlichen Geschichten erzählen kann, wo wir die Schematas finden. Schematas! Ein Hexer aus der Wolfsschule. Hier, ja, ich weiß, Geralt von Riva. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du. Das haben wir doch alle schon gehört. Keine Monsterjagd. Ich habe davon. Eben nicht! Wenn du. Na. Hä? Habe ich vergessen zu speichern? Oh Gott, wie es aussieht, habe ich vergessen zu speichern. Was ich meine, es macht nichts, aber. Können wir ja alles jetzt nochmal machen, aber es ist halt schon krass, dass ich vergessen habe zu speichern. So, wollte ich irgendwas mitnehmen? Waffenreparatur hätte ich genommen, aber da ist ja ein Rüstungsschmied. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. Wir können nochmal reparieren. Gibt nichts zu reparieren. So, ich weiß auf jeden Fall, dass wir den mit der Wolfsschule schon gehört hatten. Das haben wir uns auch alle schon angehört. Wo soll ich? So, Wolf hat man schon angehört. Jetzt. Was? Und die anderen ziehen wir uns jetzt rein. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Usar einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Usar sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Wieso stürzt denn einfach so bei so einem Weingut ein Gebäude ein? Was ist denn da los? Die Schule des Mantikors. Über die weiß ich wohl am wenigsten.
obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoi-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Alles sind nur noch irgendwelche Ruinen, sehr geil. Ich meine, machen wir sowieso nicht, weil es Schatzsuche sind und wir keine Schatzsuche machen. Ich brauche keine anderen Rüstungen mir bauen und so. Wobei ich zugeben muss, dass diese Schatzsuchen deutlich interessanter klangen als die Schatzsuchen, die wir im Hauptspiel bisher hatten, in Witcher 3. Aber ich glaube, wenn ich das durchgespielt habe mit Quests, Nebenquests, Fragezeichen, dann sind wieder unsere 100 Stunden um und da habe ich dann eh keinen Bock mehr, noch eine Schatzsuche zu machen. Wenn ich durch Zufall an die Orte komme, okay, aber ich werde jetzt nicht die Sachen questmäßig verfolgen. Das ist mir einfach, ja, ich weiß nicht so richtig, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen, Großwildjäger, sprich mit Graf. Eines Tages, da sucht niemand einen Hexer, sondern so wie ich ihn, Geralt von Riva. Großwildjäger, Hexeraufträge. Gucken wir mal, wo das ist. Auch sehr weit weg. Nebenquest. Gucken wir mal, welches Nebenquest das nächst nahe ist. Boah, wir haben so viele. Das ist auf jeden Fall zu weit. Also hier unten waren noch irgendwelche Quests. Das weiß ich noch, aber ich habe mir natürlich nicht gemerkt, welche das sind. Ich gehe jetzt einfach von oben durch. Ah, hier haben wir noch eins, und zwar findet Charles Lanzano im Schlauberger. Nun zu den Wundern des Moment mal, waren wir da nicht drinne gewesen? Ne, wir waren hier drin, okay. Alles gut, ich dachte schon, wir hätten das Pech gehabt und wären dann da wieder rausgegangen, bis hier die Tür da. Moment mal, waren wir schon bei dem Typ da drüben? Nee, ne? Wir waren jetzt gerade bei einem Rüstungstyp und waren wir schon bei dem Kleinhändler? Waren wir schon bei dem? Willkommen, tritt näher. Die besten Gemischtwaren in Toussaint zu den besten Preisen. Ja, ich will nur die Händler abarbeiten, weil die Zeichen von den Händlern werden ja logischerweise immer angezeigt und das vergesse ich dann einfach, wenn ich die jetzt nicht gleich abarbeite. Bei wem ich war und bei wem ich noch nicht war, wie jetzt gerade eben bei dem, da habe ich auch nicht mehr gewusst, ob wir da schon waren. Aber ich weiß, dass wir bei dem hier noch nicht waren, bei dem Kräuterhändler. Kräuterfrau. Willkommen. Kräuter frisch, getrocknet, gemahlen. Was immer du wünschst. Ah, die spielt auch mal wieder Quint. Der Rüstungsteam hat komischerweise kein Quint gespielt. So, wieder irgendwelches Zeug, was ich erstmal nicht brauche, wie es aussieht. Okay. Aber Quint, bitte sehr. Kräuter. Oh. Schnick, schnack. Spielen wir Quint? Wie ich so oft den Fehler mache und einfach auf Weiter drücke und dadurch nur um 25 spielt, das nervt mich. Also wir werden doch niemals bei Skellige ansatzweise auf 150 Stärke kommen, wie das hier der Fall ist. Nicht mal ansatzweise. So, Finte, der Typ hat wahrscheinlich keinen Spion. Wir haben zwei. Gutes Wetter brauchen wir auf jeden Fall. Strömender Regen ist, glaube ich, nicht so wichtig gegen ihn. Wir haben keinen einzigen Steigen, den wir in den Friedhof legen können. Das ist ja kacke. Aber da wir ja jetzt vier Karten insgesamt ziehen dürfen, geht man davon aus, wir ziehen irgendeinen, den wir opfern können in der ersten Runde. Immer noch nicht? Okay, interessant.
Er hat einen Spion, aber leider einen, den wir uns nicht wieder, also den wir nicht wieder verwenden können. Das ist jetzt eigentlich der Held beim Gegner, der Anführer, der. Wir haben wieder nichts gezogen. Also nichts Geiles wirklich ist. Was wir in den Friedhof packen können. Toll. Alle Karten aus dem Friedhof, da gehen ihre Kartensätze über. Aha. Das heißt, ich muss dann direkt Wiederbelebung ausspielen in der nächsten Runde. Naja, was soll's. Okay. Mein Gegner passt. Das heißt, wir können jetzt relativ einfach die Runde gewinnen. Wir brauchen bloß die 15 ausspielen, haben wir 21. Oder klirrende Kälte. Klirrende Kälte, klirrende Kälte. Da verliert er also 1, 2, also 4, 5, 6. Hat er genauso viel wie wir? Nee, das ist blöd. Dann lieber Cyrilla. So, jetzt werde ich, als erstes werde ich einen Spion wiederholen. Das ist wichtiger, bevor er seine Fähigkeit einsetzt. So. Ah, er setzt seine Anführerfähigkeit nicht ein. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil dann kann ich jetzt erstmal jemanden wiederholen. Also die einzige Karte, die ich wiederholen kann. Hä? Hä, wann haben wir denn den Spion gezogen? Bin ich blind gewesen? Naja, ist jetzt nicht so schlimm, den können wir jetzt ausspielen. Zweimal verbrennen. Aber er hat auch nur einen Sechser, genau wie wir. Die Frage ist halt, versuchen wir jetzt die Runde zu gewinnen oder geben wir die ab? Also ich werde den Spion nochmal ausspielen und dann gebe ich vielleicht sogar ab. Oh, zwei Zehner, sehr geil. Ach, jetzt holt er sich einen Spion wieder, das ist natürlich sehr gut, weil jetzt kann ich den mit dem wiederholen. Ja, dann werde ich die Runde jetzt einfach abgeben. Also ich werde jetzt den Spion noch ausspielen und dann gebe ich ab. Dann gewinnen wir die letzte Runde ziemlich easy, denke ich. Hat jetzt 6 Karten, wir haben 13. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Jetzt hat er noch 5 und mach's gut. Also, es ist absolut unmöglich, dass er jetzt die nächste Runde gewinnt. Wir haben so einen krassen, ich glaube, so einen krassen Handkartenvorteil hatten wir noch nie. Also jetzt komplett Witcher 3, Heart of Stone und jetzt hier. Würde ich sagen, hatten wir noch nie. Okay, jetzt holt er sich 2 Spione, damit ist dieser krasse Handkartenvorteil schon mal weg. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Macht aber nichts, weil jetzt können wir uns nämlich den Spion wiederholen, wenn wir wollen. Ich glaube, das will ich auch. Der Gegner braucht ja auch starke Einheiten, damit wir was verbrennen können. So. Eine 9er Einheit hat er, die wir jetzt verbrennen könnten. Die muss halt. Ah, das ist nicht so geil. Wir haben auch keinen Regen. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich Verbrennen vorher einsetze. Wenn ich aber natürlich die Helden ausspiele, macht das erstmal nichts. Ja, und die klirrende Kälte haben wir ja auch noch, fällt mir gerade ein. Ha, wie machen wir das? Naja, ich spiele erstmal weiter die Helden, also kann nichts passieren. So, jetzt hat er 2 Achter. Ich hoffe, er hat die Schildmaid nochmal, weil dann verdoppeln die sich ja noch, also dann stärken die sich ja nochmal und dann kann ich nämlich auch verbrennen. Das wäre sehr gut. Also nicht nochmal, okay, er verbrennt uns. Macht nicht, weil damit ist jetzt unsere einzige verbrennbare Einheit vernichtet. Wenn wir jetzt Verbrenner ausspielen, machen wir die 9er weg und die 2 Achter. Wäre also optimal. Ich muss nochmal kurz überlegen. Ich würde gerne noch eine Runde Zeit mir kaufen. Wir haben gutes Wetter, deswegen können wir auch ohne Probleme jetzt Regen ausspielen. Ich will einfach, dass er einfach mal erstmal alles ausspielt. Ja, das ist egal, das ist nicht schlimm, ich habe eh nichts zum Wiederbeleben. Klirrende Kälte will ich jetzt eigentlich nicht ausspielen. Wir können schon mal das Horn ausspielen, das geht dann sowieso in die Reihe, weil ich hier 2 Bogenschützen habe.
Ja, okay, wir haben gewonnen. Ich denke, das wird nicht sehr ein Gegner. Esimir hat nur 6, können wir ausspielen. Aber ich denke, er hat nicht nochmal so eine Schildmeile, sonst hätte er sich schon lange ausgespielt. So, scheiß drauf, ich brenne jetzt die 9er. Oh, noch eine 15er rausgehauen, aber das ist auch egal. So, brennen wir noch die 2-8er und... geht schon. So. Und so. Und das war's. Gewonnen. Und wir haben noch 5 Karten. Ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord. 5 Karten übrig. Gut gespielt. Der ist heuer wirklich gar nichts geworden. Das war's hier drin, ne? Die hatte ja, genau. Wir hatten... Matröme, ja. Karte kenne ich schon. Ich finde aber auf jeden Fall sehr geil, dass hier die ganzen Quests erstmal, oder das ist sehr, nicht alle, aber das sehr viele der Quests hier wirklich auf einen Haufen sind, aber vor allem halt der Anfang, also die sind, das sind ja weiterführende Quests, das ist ja dann nicht vorbei, nur weil wir da mit dem Typen mal reden. Und Taverne zum Schlaubein. Bitte, nur zu. Du bist ja jung und das Geld. Sehr geil. Hier haben wir natürlich auch wieder einen Wirt, oder ist ein Kaufmann. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Kein Quint. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Okay, ist das hier eher so, ist das nicht der Schlauberger, das ist eher so der arme Krämer, oder? Also der hat ja gar nichts. Ja, wie viel Kohle hatte der? 5.750, also die haben anscheinend in Blood and Wine den ganzen Händlern, okay, das soll ja eine reiche Gegend sein, aber anscheinend haben die den ganzen Händlern einen Haufen Kohle gegeben, weil man immer das Problem hatte, dass man denen nichts verkaufen konnte, weil sie kein Geld mehr hatten. Warum muss es denn hier überall so dunkel drin sein? Ich verstehe das nicht, das war doch bei Witcher 3 auch nicht so, oder? Was ist das denn hier für eine Unruhe? Warum tut denn niemand was? Arme Städterin, ja, das scheint wirklich so das Armehaus hier zu sein. Das ist für die armeren Leute, die Taverne. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags. Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob... Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Was bietest du denn? Ist dieser Lärm jede Nacht zu hören? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob? Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Au! Hey! Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Vielleicht hat es irgendwas mit dem Vampir Remis zu tun. Den sollen wir doch auch auf dem Friedhof treffen, wenn ich mich recht entsinne. So, den Lärm auf dem Friedhof ist auch direkt hier daneben, wie es aussieht. Können wir also direkt mal hingehen. Oh, Majoran, wäre mein Pferd weg. Was ist denn nicht aus? Wenn wir dann einmal auf dem Friedhof sind, können wir auch direkt mit Remis reden, weil... Der muss ja auch da irgendwo sein. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht gehört es auch zusammen und... Guten Tag.
Hallo. Vielleicht hören sie auch zusammen und der verursacht irgendwie den Lärm, das kann das sein. So, bevor wir aber reingehen, anscheinend scheinen die das ja alle nicht zu stören oder die scheint nicht zu hören, müssen wir leider die Folge beenden und wir schauen uns dann diesen Spaß beim nächsten Mal an. In diesem Sinne, euer Paxis. Tschüss.